Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2 für den PC. Im letzten Part sind wir hier in Neubrasilien zu dieser Advent-Einrichtung vorgestoßen und wollen uns da jetzt mal drin ein bisschen umgucken. Also ist jetzt so die Idee. Problem ist dieser Geschützturm. Aber ich habe auch schon so die eine oder andere Idee, was wir da machen können. Denn wir haben ja ein bisschen Sprengstoff. Also ich meine jetzt nicht das X4, mit dem wir hier die in der Einrichtung diese Dinge hier zersprengen sollen, sondern unsere ganz normalen Granaten. So, gucken wir doch mal. Weil auf jeden Fall so eine Granate zerfetzt die Rüstung. Das wissen wir. Und das finde ich gut. Also machen wir genau das. So. Da hat das Ding nämlich nur noch 2 Rüstungspunkte. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil für uns. So. Oh! Runtergefallen. Und ich sehe es auch nicht mehr. Ist das Ding jetzt dadurch kaputt? Nice. Okay. Nehme ich. Verstanden. Nehme ich gern mit. Also so ist es nicht, ne? So. Gut, dann lad du mal bitte von hier aus nach. Du gehst auch ein Stück näher. Okay, bin unterwegs. So, dann haben wir hier nämlich einen schönen Einstieg in dieses Gebäude. Und müssen nicht mal eine Tür öffnen. Ja, immer noch in Panik und immer noch vergiftet. Scheiße. Das gefällt mir nicht. Vergiftet ist ein echt beschissener Status. Und in Panik sowieso. Okay. Gehen wir hier mal ein Stück nach vorne. Und gucken mal rein. Ist aber gerade nichts zu sehen. Okay. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Ist das jetzt die Ruhe vorm Sturm oder? Ich weiß es nicht. Waffe geladen. So, lad du mal nach. Nervöser. Wenn es sein muss. So, du kommst mal auch hier mit ran. Und auch mit hier hinter den Tisch. So. Ah. Okay. Meines 1-5. Sie sind bei der Zielposition. Ja, das habe ich mitbekommen. Und ich habe auch mitbekommen, dass da scheinbar irgendwo ein Muton steckt. Ah, aber die Vergiftung ist weg. Das ist gut. Okay, dann ziehen wir dich mal auch hier nach vorne. Ja. Tempo! So. Na denn. Komm mal mit, Yi-Chen. So, hier hinten ist also ein Muton, ja? Kann ich mich hier von der Seite anschleichen? Ich glaube ja eher nicht. Ich befürchte zumindest das nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Von daher gehen wir hier mal auf Feuerschutz mit den beiden. Und gucken mal, was passiert. Okay, wir hören auf jeden Fall was von hier. Ah. Wir sind Advent-Truppen. Und da kommen die Advent-Truppen gerade rein. Okay. Da war also auch noch was. Nun gut. Warum bist du jetzt umgekehrt? Das war früher anders. Wir hatten erst den hier. Egal. Egal, ich hinterfrag das gerade gar nicht. Aber will ich das direkt schon machen? Wartet mal. Ich könnte doch hier mal gucken. Aha. Hab ich hier nicht so ein bisschen auch die Deckung mit zerstören? Ja. Ich könnte hier die Deckung mit zerstören. Oh, das finde ich gut. Komm, hier. Brems. Beide Rüstung zerschreddert. Das ist nice. Das gefällt mir. So, und dann haben wir hier gegen den Schildträger direkt mal eine 80% Trefferchance. Die wir definitiv mitnehmen. Und verkacken. Wow. Du verkackst eine 80%ige Trefferchance. Ehrlich jetzt. Naja. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verschwende jetzt zwar ein bisschen die Granate, aber irgendwo auch nicht, weil ich hau hier die Deckung für die weg.
Oder auch nicht. Schade, ich habe gehofft, dass die Treppe hier dadurch zerstört wird. Ah, schade. Naja. Dann baller du aber mal darauf. Komm. Du triffst doch, oder? Auch nicht. Alter. Eine 75 und eine 80% Chance daneben gesetzt. Was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ist doch nicht normal. Okay, nur ein Streifschuss. Alles gut. Alles gut, das war nur ein Streifschuss. Und du rennst jetzt natürlich da nach hinten, ja. Und haust diesen dummen Schutz nochmal auf euch rauf, ja. Ganz toll. Ah, okay, jetzt ist hier die Treppe zumindest ein bisschen mehr beschädigt. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. So, wir laden hier einmal kurz nach. Brauche ich gerade mal. So. Komm ich da ran? Ja, ich würde an ihn rankommen. Gut. Okay. Mit dir? Moment, ich muss das gerade mal so ein bisschen hier testen, ne? So, 34% ist mal gar nichts. Wir versuchen es trotzdem. Da treffen wir natürlich. Was? Wir verkacken 80%. Wir verkacken 35%. Aber wir verkacken 75%. Aber 35% treffen wir. Ist klar. Okay, dann würde ich sagen, das ist eine Sache fürs Schwert. Mal, gut, er könnte uns dann zwar flankieren. Aber ja, komm. Egal. Geh hin da. Geh da ran, hau ihn um. Auch nicht komplett. Ach, shit. Das gefällt mir jetzt gerade weniger. Weil ich da jetzt natürlich drauf gepocht habe, sage ich mal, dass er betäubt ist. Quatsch, dass er tot ist. Tja, was ist mir jetzt wichtiger? Komm, versuchen wir es auf den hier. Nee. Kacke. Aber er war betäubt 2. Das heißt ja eigentlich für 2 Runden, oder? Also so interpretiere ich das. Ich hoffe, ich habe recht damit. Ja. Weiß man denn nicht so genau bei diesem Spiel. Okay, er ist betäubt. Perfekt. Perfekt. So, ja, du wirst mich jetzt flankieren. Das war klar. Ah, 7 Schaden. Aber wir haben es überlebt durch unsere fette Rüstung. Das, oh, aber mit einem. Mit einem HP überlebt. Das ist ja mal gar nichts. Okay. So. Na komm. Hau mal auf den da. Sehr schön. Okay, der Schutz ist weg. Und er hat nur noch ein HP. Das ist gut. Das ist eine schöne Kombination. Das gefällt mir. Verstanden. So. Dann komm du mal bitte hier hin. So, und hau mal den da weg. Okay. So. Ziel ausgeschaltet. Das habe ich mitbekommen, aber danke für die Info. Munition ist knapp. So. Du? Mal bitte hier hin, würde ich sagen. Und haust von hier aus mal drauf. So. Okay. Ich habe ihn erwischt, oder? Okay. Das Problem ist, ich weiß, hier steht unter anderem ein Muton. Und das mag mir gerade absolut nicht gefallen. Hier, nachladen. Komm. Auf geht's. Und Feuerschutz. Gut, dann setzen wir dich mal auch auf Feuer. Ja, auf Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. So.
gucken mal. Wobei, nee, du lädst erstmal nach. So. Auf geht's! Und ja, komm auch auf Feuerschutz, falls du dich bewegen, kann ja passieren. Du weißt es ja nie. Na los, zeigt euch! So. Mit dir gehen wir hier mal ein Stück zurück. In Ordnung. Und laden ebenfalls nach. So. Bereit für den Angriff. Gut. So. Na denn. Würde ich sagen, gehen wir mal hier ran. Hier. 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 Begebe mich zu dieser Position. So. Advent ist hier. Okay, das war zu erwarten, dass ich die treffen würde. Weil so weit aus dem Sichtfeld wahnsinnig raus. Ich muss übrigens sagen, der Muton sieht echt verdammt geil aus. Das ist ein echt geniales Design. So. Dann. Kollege. Kommst mal bitte hier rüber. So, Eigi. Zeig mal, was du mit deinem Raketenwerfer hier so machen kannst. Denn, wir haben ja gesehen, der zerschreddert ganz gut die Rüstung. Und das finde ich ganz gut. Das finde ich sehr praktisch. So, hau mal da rein. So, perfekt. Ordentlich Schaden, Rüstung zerschreddert. Nice. Okay. Und los geht's. So. Ich würde sagen, du haust mal bitte hier auf den fortschrittlichen Soldaten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Magnus, du haust mal bitte auch auf den. Um sein letztes Leben auszuhauchen. Sehr schön. Okay, es läuft doch gerade. Ich bin überrascht. Ich bin gerade echt überrascht, wie gut das läuft. Aber ich will mich nicht beschweren. Gerne. So. Bam. Oh, sogar noch mal ins Gesicht. Schön. Ziel eliminiert. Das finde ich gerade gut. Da drüben ist etwas. Ach was, da ist etwas. Mensch. Das ist ja ein Ding. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ah, toll. Okay, tschüss, IG. Ah, toll, ey. Evakuierung! Kacke. Natürlich zwei in Panik. Warum? Warum seid ihr in Panik? Leute. Das finde ich gerade echt minimal zum Kotzen hier, ne? Das passt mir gerade gar nicht. Dass sie erstmal direkt in Panik sind. Ja. Ihr beide immer noch in Panik. Mann, 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 ey. Pussys. So. Magnus, geh mal rüber hier. Und erledige ihn. Wie wär's? Sehr schön. Feind eliminiert. Okay. Es kommen noch mehr von denen. Boah, nee, ne? Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Das finde ich jetzt unschön. Das heißt, ich renne mal mit allen hier los. Ordentlich rein. So. Und mit dir genauso. So, dahin. Gemacht. Okay, aber wir können hier von hier draußen dann abziehen. Das ist schon mal ganz praktisch. Zuerst mal nehmen wir hier das Laservisier mit. Objekt gesichert. Sehr schön. Und einmal X4 platzieren. Manus 1-5, Status bestätigt. X4 Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. So, ja, und den packen wir hier hinten hin.
So. Roger. Dann können wir hier nämlich nächste Runde alles komplett evakuieren. Bin dann mal weg. So. Okay, jo, da ist die Verstärkung. Von der wir erfahren haben. Das soll mir aber gerade egal sein. So. Jawohl. Komm mal rüber hier. Und raus. Ab nach Hause. So. Und mit dir genau das gleiche. Bestätigt. Raus hier. Aber schnell. Evakuierung bestätigt. So. Okay. Zwei Leute verloren. Mal wieder. Ich krieg so minimal Kotzen, ne? Status bestätigt. X4-Ladungen detonieren. Aber es war ein schönes Feuerwerk. Und zwar akzeptabel. Ja. Zwei getötete Soldaten ist nicht schön. Also so gar nicht schön. Vor allem, weil es Aigi getroffen hat. Mann, immer wenn ich einen ordentlichen Ranger habe. Und nicht nur Aigi, nee, auch noch mein Spezialisten, mein Verbliebenen. Der ist natürlich auch weg. Ach, es ist doch zum Kotzen. Ja, und Aigi natürlich auch noch größter verursachter Schaden. Durch seine ordentliche Rüstung. Die ist ja jetzt auch weg, ne? Könnte ich auch nicht wieder mit nach Hause bringen. Weil ich habe ihn ja da liegen lassen. Zwangsweise. Scheiße. Doof. Aber gut, kann ich jetzt nichts anderes machen. Da kann ich nicht dran ändern. So. Aber wenigstens haben wir das Avatar-Projekt aufgehalten. Das ist schon mal etwas. Ja. Wir sehen es ja hier, ne? Schwer verwundet, leicht verwundet. So, wir haben hier einen neuen Grenadier. Okay. Und unser Scharfschütze okay, nehmen wir den Distanzschutz. So, okay, weiter geht's. Ja, ein Codex hören und ein Laservisier. Super. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung wirft die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher stark zurück. Zumindest für den Moment. Gut gemacht, Commander. Ja, na denn. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Ach was. Das Problem ist, ich habe keine Vorräte dafür. Ja, und das nervt gerade. Das nervt gerade extrem. So, an sich. Wenn der Kommando alles regelt, habe ich genug Zeit, um zu lernen, wie man dieses Schiff fliegt. So wie ich das sehe, können Sie die Übung gebrauchen. Commander? Wir haben bemerkt, dass die Avenger dazu neigt, nach vorne zu kippen, wenn der Energiekern aktiv ist, ohne dass der Antrieb läuft. Zuerst hielten wir das für ein Problem mit den Stabilisatoren, aber jetzt glaube ich, dass die Aliens es so entworfen haben. Der Kern ist nicht vollständig stabil, was erklären würde, warum die Aliens so viel Mühen auf sich genommen haben, um ihnen Buch zu isolieren. Ah ja, guck an. Instabile Scheiße von den Aliens, ja? Naja, war ja irgendwo zu erwarten. So. Zwei Punkte weg. Ja, ich weiß, dass da eine Vorratslieferung ist. Mensch. Avenger berechnet neuen Kurs. So, fliegen wir auch gleich mal rüber, um die zu holen. Okay. Ich kann nicht. Sorry.
Ja, das tut mir leid. Aber ich habe keine Soldaten dafür. Die Widerstandstruppen in dieser Region verstecken sich infolge der jüngsten Rückschläge. Wenn wir sie erneut kontaktieren wollen, müssen wir abwarten, bis sie sich neu formiert haben. Das, ja, ist blöd gelaufen, aber ist halt so. So, okay, Alien-Maschinen weggeräumt, das ist gut. Ich hole mir erstmal hier die Vorratslieferung komplett. So, gut. Dankeschön. Neues Personal verfügbar. Ja, ja, erstmal ignorieren. So. Da sind noch Alien-Legierungen. Ha. Fliegen erstmal zum Hauptquartier zurück. So. Und dann schauen wir mal. Widerstandswaren. Mal gucken. Emotionsbeschaffung ist mir egal. Schnellbau ist mir auch egal. Ist mir alles egal. Ist gerade alles blöd. Läuft alles scheiße hier. So, vor allem, hier kommen wir so gar nicht hin, um da irgendwas zu machen. Ja. Wir sind ziemlich am Arsch. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Wenigstens sind die Soldaten in ein paar Tagen wieder fit. Immerhin. Hätte schlimmer laufen können. So. Rekrutieren, ja. 25 Vorräte jeweils. Ist natürlich teuer. Aber trotzdem, ich brauche erstmal drei neue Leute. So. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir hier. Bisschen leer. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ach ja. Da war ja was. Moment, nee, Quatsch. So, hier. Hauen wir hier einen Ingenieur rein. So, haben wir gleich mal plus 5 Energie. So. Dann können wir hier jetzt auch was reinbauen, wenn wir die Ressourcen dafür haben, die wir nicht haben. Ach, Mist. Schattenkammer. Aha. Ja. Aha. Ist alles nicht so toll. Eine Kommunikationszentrale bräuchte ich halt auch noch. Aber ich habe keine Vorräte. Ich habe keine Kohle. Ich habe doch kein Geld. Mann. Das nervt. Das ist gerade echt scheiße, dass ich keine Kohle habe. Ja, und keine Lyriumkerne. Die fehlen auch. Ja. Toll. Super, hey. Mensch. Ich muss gerade mal schauen. Oh ne, keine neue Kampftaktik. Sondern hier. Bilden wir den Rekruten mal aus. Ich brauche einen neuen Ranger. So. Gut. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wenn es nur ist, ey, du spielst voll kacke. Ich kann das viel besser als du. Das glaube ich euch sogar. Aber ich spiele das immer so, wie ich es spiele. Und ja, hoffe, dass ich durchkomme. Mal gucken. Also, bis dahin. Ciao, ciao.